Hosenangeln am Ladoga-See. Ja, lecko funny auf dem Ripus Marene und Co. Sehen die nicht hammergeil aus? Ripus Marene, wow, wow. Mega gut. Also, mal gucken, was hier so geht. Zack, direkt wieder raus und irgendwas ist hier vorne sogar schon gehakt. Jawollo, direkt ran damit. Na klar, eine kleine Ripus. Also raus damit und gucken, was hier so geht. Und da geht anscheinend ein bisschen mehr, denn hier hinten geht auch direkt wieder einer ab. So moke wie dat. Ich teste hier gerade eine Stelle. Jawohl, die nächste Ripus, mehr davon. Ja, gehen hier die Ripus oder was geht hier? Und was geht hier noch, ist natürlich immer die Frage. Nicht nur Ripus, sondern vielleicht auch noch mehr von diesen seltenen Maränenarten. Vor Monaten wurden die Maränenarten gebufft. Vor Monaten wurde auch das Angeln vom Land aus am Ladoga-See gebufft. Und dementsprechend kann man mittlerweile an solchen Spots, wo Ludogarenken, Ripusmaren und so weiter gehen, kann man mittlerweile ganz gut Cash machen. Also da kann man tatsächlich sich mal hinstellen. Natürlich kann man an solchen Stellen auch hervorragend Skillpunkte machen fürs Bosenangeln, damit man endlich mal Bosenangeln mit Doppelköder freigespielt hat. Auch das super geil. Der Frankie B. hat vor ein paar Tagen hat er schon geschrieben. Ihr allen, guck mal hier, bei mir läuft es gerade ganz wild. Moin Moin, Ladoga-See. Mit der Ripusmarine hier auf 1 Meter bis 1,20 Meter. Und hat er ordentlich rausgezogen. Hier auf 43,58. Das ist auf D4 mit einem dünnen Vorfach dran und einem kleinen Haken. Und gib ihm. Und ich habe mich vertippt. Jawollo. Und dann gefailt. Ja, das passiert. Hier an der Stelle bin ich dann natürlich, uppala, schnell dahin. Dann bin ich natürlich sofort losgebreddert. Schon direkt ein, zwei Tage später. Und dann wird natürlich direkt mal probiert, ob das Ganze hier auch noch läuft. Und ja, es sieht tatsächlich so aus, als ob das hier noch läuft. Eine ganz andere bekannte Stelle zeige ich gleich noch auf der Map. Da gibt es auch schon verschiedene Videos zu. Eine Stelle, die auch immer wieder funktioniert. So, aber offenbar geht es auch hier. Und das ist eine Stelle, die erreicht man nicht mal eben so. Hier musste hin mit dem Korn. Also schön mit dem Boot einmal rüberfahren, da hinten vom Anleger, zack, zack, wo die Möwen stehen. Da geht es los, dann brettern wir hier rüber zu der Landzunge. Und dann können wir von hier aus geleckt eben hier locker auswerfen. Auf, was sind das hier? 7, 8 Meter. Diesmal gibt es wirklich keinen Clip. Also wirklich nicht. Einfach hier auswerfen. Guckt einfach da in die Reflexion. Ne? Da haben wir schön von den Bäumen das. Und da wirft man einfach so rein. Das sind, ja, sagen wir mal so 7 Meter ungefähr. Oder mit der Stippe. Einfach locker raus. Geht ja auch. Kann man sich natürlich auch hinstellen. Und dann gib ihm. Vom Setup her nehmen wir mal einfach hier so eine schöne Musterrute. Das. Und das ist auch die beste Route, die man sich sowieso kaufen kann in Richtung Match-Route, die Rebellion Match 420H. Denn die hat noch schöne Bonuswerte. Plus 5% aufs Posenangeln. Also 5% schneller Doppelköder verwenden. Richtig gut. Und dazu dann hier auch noch schön Match-Montage plus Karpfenhaarmontage plus Pop-Up-Haarmontage plus. Also das kickt nochmal richtig schön. 7,8 Kilo Fluorocarbon verwende ich hier. Verwende ich immer ganz gerne auf den Matchrouten komplett, ohne hier einen Vorfach zu verwenden. Ist einfach easy vom Umbau. Also komplett auf 7,8 oder wenn ich mal umbaue, wechsle ich einfach die komplette Schnur, mache da 13 Kilo drauf, 3 Kilo drauf, passend halt immer zum Fisch und ab geht es. 6er Haken ist in dem Fall, würde ich schon sagen, fast das größte hier. Ich würde, glaube ich, nicht über einen 6er Haken gehen. Was immer wieder gut funktioniert bei diesen Maränen, sind auch 10er Haken. Also von einem 10er Haken bis hin zu einem 6er Haken würde ich es hier, glaube ich, probieren. Und dann geht es los. Auch da muss probiert werden. Hier sind wir jetzt gerade auf einem Meter.
ganz links hier auf der 1 sind wir auf 1,10 Meter und auf der roten hier sind wir auf 1,20 Meter. Also auch da ausprobieren. Ich würde sagen, der Meter macht momentan am wenigsten Meter. Deswegen gehen wir jetzt runter vom 1,10 Meter auf 1,20 Meter auf 1,30 Meter. Und dann wird halt weiter probiert. Wenn der 1,10 Meter jetzt hier die ganze Zeit nur die ollen kleinen Zwergmarinen liefert, dann gehen wir vom 1,10 Meter auch wieder weg. Also 1,20 Meter war schon gar nicht so schlecht und da zuppelt es auch gerade wieder los. 1,20 Meter hat gerade die größte Ripusmarine geliefert, hat aber auch den 6er Haken. Und zack, da geht wieder was rein. Und jetzt haben wir hier, zack, einen Döbel dran oder eine Sefo. Eine kleine Sefo, das sind die gefährlichsten hier. Das sind die gefährlichsten hier. So, zack, direkt wieder Bügel auf, locker hängen lassen und hier den auch wieder rein. Ja, da haben wir schon wieder eine Zwergmarine, wollen wir nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal runter auf 1,40 Meter. Also, jetzt sind wir hier auf 1,20 Meter, 1,30 Meter und 1,40 Meter Tiefe und so weiter. So kämpft man und testet man sich einfach vor und probiert. Im Idealfall probiert man ein bisschen länger, denn unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliche Wetterbedingungen, unterschiedliche Temperaturen, dementsprechend sind auch mal die Tiefen unterschiedlich. Also nicht einfach pauschal die Tiefen immer rauf und runter. Klar, man muss natürlich ein bisschen probieren. Aber ich sag mal grob, ja, so bis zu einem 1,80 Meter. Und ja, dann wird es auch schon langsam ein bisschen freakig. Es kann sein, dass man an dieser Stelle auch, habe ich bisher jetzt noch nicht getestet, auf 1,80 Meter und tiefer tatsächlich auch nochmal sowas fängt wie Walambuckelmarine zum Beispiel. Oder eben diese anderen freakigen Kandidaten hier. Ne? Hier gibt es ja, ja von diesen ganzen Maränen und Ränken gibt es halt hier die verschiedenen und die lohnen sich eigentlich alle. Also bis hin zur Wolchow-Ränke, die quasi dann auch mit am meisten Cash bringt. Ja, der Spot auf der Map, wie gesagt, also das so mustermäßig. Ich glaube, das ist so mithin ideal. Gerade auch mit dem 6er Haken für die Lodoga-Ränke, die größte oder eine der größeren davon. Die ballern gerne auch mal als Trophy rein. Und wenn ihr sagt, ach ja, hier mit dem Boot hinbrettern, muss ich ja nicht unbedingt. Die Schniepis, diese kleinen Landzungen hier, die funktionieren immer wieder gut. Und die andere Landzunge, die auch tatsächlich funktioniert vom Land aus ohne Bootfahren, die zeige ich gleich nochmal auf der Map. Nehmen wir den hier nochmal eben mit. Zack, schön aggressiv runtergeschossen. Und aggressiv wieder reingeholt. Nächste Ripusmarine mit einem ganz kleinen Maul. Schniep, schniep, schniep. Die Ripusmarine, Alter. Wattenfisch. Wildes Ding. So, schnell wieder raus. Und dann gucken wir mal eben auf der Map. Also, da sind wir nun. Da oben am äußersten Schniepi. Auch hier hat das immer mal wieder funktioniert. Auch hier gibt es immer mal wieder so Bereiche. Auch hier hinten so in dem Seitenarm sozusagen drin. Da hinten. Genau, bei den Blümchen, da kann man auch immer mal wieder testen. Zum Beispiel auf die kleinen Stinte und wie sie nicht alle heißen. Also die ganz kleinen Fische funktioniert auch immer mal wieder. Manchmal sogar auch auf Giebel hier hinten in der Ecke. Also ganz, ganz wild. Es lohnt sich tatsächlich hier ab und zu mal hinzubrettern. Andere Stelle, schon mehrfach auch in Videoform eingefangen und auch demonstriert, wie gut das hier abgeht, ist das hier. Das heißt, wenn du hier schon jetzt gerade in der Playlist zum Ladoga-See bist, dann findest du in der gleichen Playlist auch noch verschiedene andere Spots, wie man zum Beispiel auch hier ganz gut angelt und auch da richtig gut Cash macht. Komm ran hier. Auch da, oh, Baller, nehmen wir direkt auch wieder mit hier. Jawohl, Doppelbiss. Sehr schön. Nächste Ripus. Ja, aber tatsächlich hier tendenziell mehr Ripus. Die andere Stelle am Land, die gerade schon gezeigte, da sind häufiger die Ludoga-Ränken. Ludoga-Ränken auch mal ein bisschen größer, gerne auch mal Trophy-mäßig unterwegs. Und hier scheint es tatsächlich schwerpunktmäßig auf Ripus-Marine zu gehen, was auch gut ist. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Machen wir uns die Taschen voll. Vielleicht ist gleich noch ein Kaffeeauftrag drin. Aber das muss noch ein bisschen warten, deswegen ich ziehe jetzt hier erstmal ein bisschen durch, mache mir den Kescher ordentlich voll, denn ja, wie gerade schon gesagt, mittlerweile lohnen sich diese Fische und ich probiere jetzt hier gleich nochmal mit durchschnittlich, also mit komplett allen drei Routen auf 6er Haken. Alle drei Routen bleiben gleich hier mit Steinfliege und Eintagsfliege, wenn ihr nur eins von beiden könnt. Ich würde sagen Steinfliege vor Eintagsfliege,
weil Eintagsfliege bringt am meisten oder eher noch die ollen kleinen Zwergmaren. Ha, ja, kann man auch mal als Trophy fangen, passiert auch immer regelmäßig, dass sie reingehen. Aber naja, muss ja nicht, ne? Also lieber dann die wertvollere Steinfliegenlarve verwenden, um dann eben auch die wertvolleren Fische zu bekommen. Ja, so viel zu dem Sport. Ich glaube, wir haben hier alles. Ja, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf YouTube und auf Twitch ab 19 Uhr. Petri Lümmels.